Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich habe gerade eben, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich auf Spiel starten gedrückt. Ich hatte dieses Spiel vorher noch nie gestartet. Wie in Dark Souls 1 und Dark Souls 2. Ich bin nicht gespoilert worden. Ich versuche es ohne Hilfe durchzuspielen. Schauen wir mal, wie es läuft. Wie es anfängt. Beliebige Taste drücken. Da geht's schon mal los. Und ich sehe an der Aufnahme, die Auflösung ist zu niedrig. Die Auflösung ist zu niedrig. Und die Lautstärke ist zu groß, zu hoch. Das Spiel ist zu laut. Ja, Offline-Modus. Bitte, bitte. Also, erstmal, damit ich nicht so schreien muss. Falsche Richtung. So, weitere Einstellungen. Nee, das alles auf Max, das passt. Kann ich bitte... Helligkeit, Blut, Untertitel, hart, Musik da. Stimmen dürfen ein bisschen lauter sein. So, jetzt verstehe ich euch, mich selber auch, nicht euch. Euch kann ich nur lesen. Okay, gibt es irgendeine besondere Einstellung, die ich vorher machen sollte, bevor ich ins Spiel reinstarte, Leute? Einmal kurz die Info, das ist jetzt... Das hat nichts mit Helfen zu tun, das sind Spieleinstellungen, das hat auch nichts mit Ingame zu tun. Könnt ihr gerne kurz raushauen. Nachdem ich ja Dark Souls 2, ich sehe Dark Souls 2 als nicht geschafft an. Ich habe Dark Souls 2 nicht ohne Hilfe geschafft. Ich hoffe, ich schaffe Dark Souls 3 ohne jegliche Hilfen. Also wenn wir ganz ehrlich und ganz pingelig sind, habe ich keins ohne Hilfen geschafft. Auch in Dark Souls 1 habe ich zwei winzige Tipps gebraucht. In Dark Souls 2 habe ich jetzt einen Tipp gebraucht. Mal schauen, ob ich Dark Souls 3 wirklich komplett ohne Tipps schaffe. Ohne Hilfen, ohne Infos. So Leute, was sagt ihr? Brauche ich noch irgendwelche Einstellungen? Nee, ich glaube, das passt so, ne? Neues Spiel, let's go. Ach, hier fragt er mich nochmal nach der Helligkeit. Ah, ein bisschen heller können wir schon machen. Ja, das wird alles Wandmeidung. Filmeffekte. Weiß ich nicht. Wollen wir die haben? Einstellen, damit Kamera automatisch Kontakt mit Wänden vermeidet. Ja, okay. Cinematische Effekte für Spezialangriffe einstellen. Klar. Cinematic. Muss sein. Yes, Och indeed. nö. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire. Of the deep.
Earth's undead legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yawn the Giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Okay. Wild. Wild, 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 wild. Geschlecht. Ja, männlich passt schon. Alter, jung. Ist das relevant? Erwachsen, alt. Die Optik, nicht die Fähigkeiten. Erwachsen. Klasse. Okay. Jetzt habe ich ja schon mittlerweile ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und hauptsächlich bin ich in den Dark Souls Spielen und auch immer ein Freund von Stärke gewesen. Stärke oder Geschicklichkeit. Ich möchte mich für diesen Durchlauf nicht umentscheiden. Es hat mir immer Spaß gemacht mit Stärke und richtig auf die 12 geben mit schweren Waffen und so. Deswegen werde ich da dabei bleiben. Und Julius, grüß dich. Hey, auch mal wieder am Start. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Nachfahr der Krieger des Nordens, berühmt für ihre Muskelkraft, nutzt seine Kraft, um eine schwere Kampfaxt zu führen. Ja, ich werde auf diesem Weg bleiben. Stärke. Stärke, Vitalität, vielleicht Geschicklichkeit, Belastbarkeit, sowas. Let's go. Begräbnisgeschenk. Das DS2 Playthrough war dir zu salzig. Okay, so schlimm. Sorry. Also, ein Ring mit einem kleinen roten Juwel. Er erhöht die maximalen Trefferpunkte. Finde ich gut. Göttlicher Segen. Warmes, gesegnetes Weihwasser stellt Trefferpunkte vollständig wieder her und heilt Leiden. Auch cool. Reines, gesegnetes Weihwasser stellt Trefferpunkte vollständig wieder her. Ich bin gerade am Überlegen, so ein Ring, ist das... Weil das ist ja ein Verbrauchsgut und das ist ein Ring. Schwarze Feuerbombe, das sind feuriger Edelstein, Bestandteil zur Aufwertung von Feuerwaffen, für einen Krieger eher geeignet als Juwelen. Ha, für einen Krieger eher geeignet als Juwelen. Klingt ja schon mal spannend. Herrenlose Seele. Da kriegt man ein paar XP. Rostige Goldmünze. Erhöht für eine kurze Zeit die Chance, Gegenstände zu finden. Stark. Okay. Online-Spielobjekt. Ja, brauche ich nicht. Junger weißer Zweig.
Offenbar ein Zeichen der Freundschaft. Gewährt Nutzung eines Imitationszaubers. Hast du DS2 noch beendet? Heute. Ich habe es heute beendet, aber ich habe es nicht geschafft. Also ich habe DS2 fertig gespielt, aber ich habe es nicht ohne Hilfe geschafft. Ich habe einen Tipp angenommen am Ende, weil ich keine Lust mehr hatte. Mir war DS2 über. Alle DLCs? Nein. Nee. Ich wusste nicht mal, dass der Rauchritter DLC-Content ist. Das war, ich bin da aus Versehen reingestolpert. Ich wollte ja nur Dark Souls 2 fertig spielen. Also, ich schwanke gerade zwischen feuriger Edelstein, geeignet Bestandteil zur Aufwertung von Feuerwaffen, oder dem Ring des Lebens. Ich denke mal, also der Ring des Lebens erhöht die maximalen HP. Das hat in Dark Souls noch nie so viel ausgemacht. Für mich, für mein Gefühl, haben diese ganzen Ringe und so, haben immer ein bisschen was ausgemacht, außer ein, zwei Ringe so, die man finden konnte. Gerade in Dark Souls 2 waren sie extrem. Diese zwei, drei, vier Ringe, die man halt gebraucht hat, um Fortschritt zu machen. Genauso wie in Dark Souls 1 gab es ein, zwei Ringe, die man gebraucht hat, um Fortschritt zu machen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Ringe ausschlaggebend für meinen Fortschritt bezüglich Skill sind. Deswegen gehe ich mit dem feurigen Edelstein. Gesichtsvoreinstellung, das ist mir alles ziemlich egal. Vielleicht wollen wir noch die Haarfarbe. Kann man die Haarfarbe ändern? Figur, Körperbehaarung, Muskulatur. Ach komm Leute, ne. Erstellung abschließen. Ich sehe schon gut so aus, das passt. Machst du bei Dark Souls 3 die DLCs? Das Spiel ist ja recht kurz und die DLCs das eindeutige Highlight. Ich werde bei auch wie genauso wie in Dark Souls 1 und 2 Dark Souls 3 versuchen durchzuspielen, wo, wenn ich aus Versehen in einem DLC lande, dann ist es so. Aber ich werde es jetzt nicht absichtlich darauf anlegen, sondern ich spiele es einmal durch. Und dann, wenn ich mit Dark Souls 3 fertig bin, schauen wir, wo die Reise hinführt. Ich muss in Dark Souls 2 noch die DLCs nachholen. In Dark Souls 3 werde ich sie dann auch noch spielen und so weiter. Ne? Also, da gibt es schon noch einiges zu tun. Aber jetzt erstmal ohne Hilfe versuche ich, durch das Spiel durchzukommen. Oh, wie schön direkt sich das steuert. Das ist sehr großartig. Ah, und wie schnell er das Schild oben hat, ist auch schön. Und Schildschlag. Die wichtigste Sache bei Dark Souls für mich. Dark Souls 2 habe ich es nicht gefühlt. Hier werde ich es wieder probieren. Ja, okay. Hier haben wir Tutorial-Zeug. Passt. Falls das nicht spoilert, bin noch nicht ganz fertig. Ich solle die Beschreibung eines bestimmten Gegenstands lesen. Ich habe die Beschreibung gelesen, da stand was drin. Ich bin drauf gekommen, wo ich hin muss. Das war's. Schwerer Angriff, ja, wir wissen Bescheid. Ziel fixieren. Okay, okay, okay. Ich wollte eigentlich... Ich bin zu spät, glaube ich. Ich will die parieren machen. Ich glaube, ich bin zu spät. Okay, jetzt haben wir hier zwei Wege. Ich gehe erstmal da lang. Was steht hier? Laufen. Wait, nee. Es wirkt wie eine Falle hier. Seele eines verlassenen Leichnams. Näher an Lies of P dran, auch von der Kampfgeschwindigkeit. Okay, dann muss ich mal gucken, wie ich mit dem Parieren klarkomme.
bin zu langsam, glaube ich. Bin, glaube ich, zu langsam. Wow, Junge, Junge. Mach mal langsam. Ach, vielleicht geht das bei denen auch einfach nicht. Das könnte natürlich auch sein, dass ich die nicht parieren kann. Asche-Estus-Flakon. Okay, what? Wie gestochen scharf hier alles aussieht. Brutal. Parieren. Linker Trigger. Nach dem Parieren kontern. Okay, dann probiere ich es doch nochmal. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Ich komm nicht auf das... Hä? Tritt. Hallo? Ich versuche gerade den Tritt zu machen. Linker Stick. Rein? Nee. Ah, oh, ganz kurz und gleichzeitig. Oh je, oh je. Okay. Das ärgert mich jetzt, dass ich das Kontern noch nicht geschafft habe. Ey! Was steht hier noch? Gegenstand benutzen? Ja, weiß ich. Was steht hier? Beidhändig führen. Rechte Hand, Waffen, Kunst, wenn beidhändig geführt. Was ist das? Oh, okay. Ziemlich viel Schaden. Gut, ich kann parieren jetzt nicht mehr. Oh, okay. Das habe ich jetzt durchgehend. Abwehrhaltung, ja, das weiß ich. Hinter einem Gegner kritischer Treffer. Ja, wissen wir Bescheid. Schwindende Seele. Ich vermute, dass es hier weitergeht. Dann schaue ich erstmal da hinten. Kehr um. Nö. Vielleicht sollte ich doch umdrehen. Das ist vielleicht für einen späteren. Ja, weißt du was? Nee. Ich will es gar nicht probieren. Ich habe keine Flakons mehr. Ich will es gar nicht ausprobieren. Hen, grüß dich. Servus. Wir sind endlich da. Wir haben es geschafft. Es wird jetzt vor den Lies of P-Aufnahmen immer erst eine Dark Souls 3-Aufnahme geben. Aber Lies of P muss erstmal fertig gespielt werden, bevor wir voll und ganz in Dark Souls 3 reingehen können. Gut, die Frage, wieso füllt sich mein... Achso, ich muss hinsetzen, ne? Ja, jetzt. Leuchtfeuer entzündet. Yes, Sir. So, ich versuche immer noch zu parieren. Bei dem probiere ich es jetzt nochmal. Nee. 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 Kannst du mal... Wie ist denn hier der... Wie ist denn da der Moment, den ich erwischen muss? Das gibt's doch gar nicht. Hä? Ach, er pariert mich. Ich ihn aber nicht. Stirb. Das probieren wir nochmal.
Hä, das gibt's doch nicht. Da war der Moment. Aber gefühlt habe ich es nicht. Also das war mehr Luck als... Hoppala. Das gibt's doch gar nicht. Hä, wo ist denn... Wann ist denn das Timing? Die Anti-Spoiler-Pinguine. Komm, steh du auch mal auf. Lass uns das nochmal probieren. Ich fühle das Timing nicht. Überhaupt nicht. Hä? Ich check's nicht. Oh, ich kann laufen beim Saufen. Eieiei, das ist ja wild. Okay. Ich glaube, ich komme langsam dahinter. Ich glaube, ich komme langsam hinter das Parieren-Timing. Nope, nope. Nope, nope. Nee, nee. Ja, diesmal habe ich es gesehen. Diesmal habe ich es gesehen und entsprechend reagiert. Mal schauen, ob das bei dem Kumpel jetzt auch klappt. Das war zu früh. Zu spät. Zu spät. Oh. Wir wollen nicht drauf gehen hier. Ich will üben. Nee. Nee, zu früh. Ja, ist ja gut jetzt. Okay. Reset. Es kommt doch bestimmt auch auf die... Ah, das war zu früh. Viel zu früh. Kommt bestimmt auch auf die Attacke an. Das gibt's doch nicht. Ich hab so Bock zu parieren, aber... Imagine, du nickerst da friedlich rum und dann kommt so ein Dude an, der will an dir trainieren. Komm mal her so, lass mal trainieren. Und schlitz dich auf. Zu spät. Verdammte Axt, komm her. Zu spät. Da hatte ich jetzt das Gefühl, dass ich zu früh drücke, aber es hat gepasst. Das ist halt auch ein Angriff, der... Okay. Nee, nee, nee. Ich lauf mal weiter. Ich lauf mal weiter. Ich weiß ja noch nicht mal, was mein Auftrag ist aktuell. Hallo? Ich bin hier irgendwo da hinten aufgewacht. Und hier sind lauter Untote. Ist hier jemand? Ach, das ist schon wieder die Nummer. Ja, ja. Warum sollte ich das wollen? Um da drauf zu kommen. Dann probiere ich's mal. Ja, okay, alles klar. Während des Fallens Sturzangriff. Steht da unten einer? Ja. Ich glaube, ich drücke den immer zu früh. Ich drücke schon beim über die Kante laufen. Nicht. Ja, Leute, tut mir leid, ich bin wieder da. Hi, und
Hallöchen, ich wollte da oben noch den Loot mitnehmen. Tut mir leid, dass ich euch nochmal störe. Ja, guck mal, besser. Kleine Titanic-Scherbe läuft. Ja, das mit dem Parieren ist jetzt noch nicht so perfekt gelaufen. Wer bist du? Und warum bist du der einzige Typ, der hier ist? Hallo? Hi? Oh nee. Schwert entfernen. Let's go! Das Bannschwert. Einmal mitgenommen. Habe ich es jetzt wenigstens gelootet? Autsch. Aua! Hören Sie bitte auf! Uff, 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 uff. Ja, da haben wir uns beide jetzt... Was ist das? Warum haben sie große Auswüchse und... Das ist eine Ratte oder sowas in der Art. Nee, das ist jetzt das, was ich bekämpfen soll? Ehrlich? Ich dachte, das geht vielleicht wieder zurück. Aua! So sieht's nämlich aus. Ich kann das mittlerweile ein bisschen. Sind ja auch schon einige Stunden Souls-Likes mittlerweile auf meinem Konto. Nice. So, gewundenes Schwert. Cool. Oh, okay. Ah, jetzt. Warum brenne ich? Gut, hier kann ich noch nichts machen. Ich brenne immer noch. Ich meine, solange es mir nicht schadet, finde ich es erstmal nicht schlecht. Und ich habe tatsächlich letztens mal irgendwie so ein bisschen Demon's Souls geguckt. Und da ist es ja wohl so, dass man nach einem Bosskampf stärker ist, beziehungsweise wenn man nicht stirbt. Und da ich jetzt so brenne, vermute ich mal, dass das hier eine ähnliche Sache ist. Dass ich jetzt entweder stärker bin oder... Keine Ahnung. Ah, wir werden sehen. Hallo? Alles sehr grau und dunkel hier. Grades Bruchschwert. Menü öffnen. Ausrüstung. Ach, guck mal. Okay, das gewundene Schwert gehört wohl nicht... Haben wir hier noch irgendwelche tollen Sachen? Was ist das? Reif des weißen Pfads. Stellt die Verbindung zu anderen Welten her. Ja, nee, brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Alles Schmuh. Das ist ein Schlüssel. Aha. Ein Schrein in Schreinleuchtfeuer stoßen, um Reisen zu ermöglichen. Schreinleuchtfeuer zu stoßen. Okay. War das da unten der Schrein? Nee, da konnte ich nichts machen. Was ist das hier? Hallöchen. Geh mal aus dem Weg und lass deinen Kumpel durch. Ach, dann halt nicht. Dann wird halt nicht pariert.
Heimatknochen. Wow. Na, das ist ja alles noch Tutorial hier. Oh, wie zackig das geht. Das ist ja gigantisch. Das ist ja gigantisch. Richtig nice. Freut mich sehr, dass das hier so zackig funktioniert. So direkt alles und sofort. Und man hat nicht das Gefühl, dass irgendwas schwerfällig ist. Warum klingt das so, als wär da oben was? Und die ganze Nummer hier wirkt so ein bisschen so, weiß ich nicht. Guck dich mal besser noch ein bisschen um. Ja, Jungs, ey, wenn ihr da so am Trauern seid, ne, dann erlöse ich euch mal. Glut. Aha. Ah, Glut. Okay, das ist hier. Das ist hier nicht Menschlichkeit, die ich sammle, sondern Glut, wenn ich das gerade richtig gesehen und verstanden habe. Heimatknochen, ja, ist okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, ich glaube, da hinten ging es noch ein Stückchen weiter, ne? Bevor ich jetzt unten reinlaufe. Oder? Habe ich mich verguckt? Ne, hier geht's noch weiter, ja. Glut ist gegen Pflanzen-Pokémon. Hey, wer bist du denn da oben? Du siehst fast schon freudig erwartend aus. Holy Guacamole, du hast ein... What the... Stopp! Oh, shit. Hören Sie bitte auf und ich mache dir so gut wie keinen Schaden. No! Das ist mir... Boah, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Dann sterbe ich an so einem... An so einem Katana-Bob. Ah ja, guck mal, ich habe jetzt weniger Leben. Aha, die Mechanik gibt's hier nämlich auch. Also jeder, der sich da über Dark Souls 2 beschwert hat und dann Dark Souls 3 und dann meint, Dark Souls 3 ist deswegen besser, der lügt. Ich habe jetzt weniger Leben, das macht also die Glut. Verstehe. Ja, der da oben, das ist mir noch... Der hat einen Katana mit dem... Nee, tue ich mir nicht an. Später vielleicht. Behalten wir ihn im Hinterkopf. Schön im Hinterkopf behalten. Also gut. Das ist ein fetter Thron. Ey, das sieht aus wie bei Demon's Souls. Feuerbandschrein. Ach, guck mal. Ah, das ist also der Feuerbandschrein. Und hier geht's in die verschiedenen Gebiete dann, oder was? Ja, sieht so aus. Hey, gute Dame. Bist du die gleiche Lady? Welcome to the bonfire, unkindled one. Unentfachte. I'm a firekeeper. Ah ja. I tend to the flame and tend to thee. To thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Okay. Then touch the darkness within me. Okay. From these sovereignless souls. Labt euch an den herrenlosen Seelen. Gab's irgendwas? Ja, ein bisschen mehr Leben. Komm, ich geh einfach.
auf Leben. Die Feuerband. In jedem Dark Souls einen Schrein erbaut. Oh Mann, ey, da geht's schon wieder los hier. Die Feuerband, ja. Ja, danke fürs Leveln. Ich bin jetzt mächtig. Da hinten schmiedet einer. Ach, guck mal, der alte Mann. Den kennen wir doch. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring new souls plucked from their vessels. Okay. Ashen One. May the flames guide thee. Okay, ich hätte gerne einen Auftrag. Ja. Produce the coiled sword at the bonfire. The mark of ash will guide thee to the land of the lords. To Lothric, where the homes of the lords converge. Ja. Ach, witzig, okay. Untoten Knochensplitter verbrennen. Und reisen. Da bin ich gerade. Okay, Totenacker der Asche. Das ist das, wo... Da kommen wir her. Und das ist... Ah, das ist der erste Teleportpunkt. Dann, da geht's weiter. Okay, wir haben hier jetzt noch... den Schmiedeboy. Warte mal, wer bist du denn? A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. Dich habe ich in Dark Souls 2 schon mal gesehen. Schreindienerin. Okay. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. Hm. And yes, I'm undead too. Okay. But not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont. No? Was hast du? Oh, du hast ganz schön viel. Also Glut verkauft sie. Damit kann ich mich wieder entfachen. Das passt. Paar Bomben. Was ist das hier? Prismastein zur Wegesmarkierung. Naja, bester Gegenstand in Dark Souls. Turmschlüssel. Auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Was kostet der? 20.000? Fackeln gibt's hier auch. Aber hier steht jetzt keine Dauer. Gewicht, Robustheit, Fackel, FP, Kostenstufe. Also vermute ich mal, dass Fackeln hier anders funktionieren. Wahrscheinlich nicht die Dauer erhöht, sondern eine Fackel brennt so lange, bis ich sie verbraucht habe. Also wegsteck. Ist meine Vermutung. Kauf mal einen Prismastein, in dem Teil sind die sehr schön. Aktuell brauche ich meine Seelen für andere Dinge. Keine Ringe. Okay, ja, alles mögliche Zeug an Krimskrams und einen Schlüssel. Den Schlüssel will ich haben. Alles andere ist, finde ich sicherlich auch irgendwie so. Ja, was? Hast du noch was zu sagen gehabt? Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Ja, nee, okay. Ja. Ah, well met, Ashen One. Ashen One. How may I be of service? Ashen One, be sure to bring more souls. Ach so. Ja, und dann dreckig lachen, alles klar. Ja, dass ich, also,
diesen einen Tod, den akzeptiere ich nicht. Den sehe ich als nicht passiert an. Weil, dass da so ein Ninja steht, ein nackter Ninja steht, der mir einfach hart auf die Fresse gibt, das ist mies. Das ist super gemein, aber typisch Dark Souls. Wusste ich nicht, jetzt weiß ich's, jetzt gehe ich erstmal nicht dahin, der Tod zählt nicht. Well, a newcomer, I see. Yes, sir. Ach, André, wir haben uns schon mal getroffen. As a humble smith, forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Nackte Ninjas sind doch auch in real life eine Gefahr. Vor allem, wenn sie nur, wie heißen die Ninja-Sterne? Die haben doch, wie heißen die? Shurikens. So, wenn sie nur Shurikens dabei haben, so in so einer Unterhose oder so, und man nicht erkennen kann im ersten Moment, dass sie Ninjas sind, dann sind Ninjas noch eine viel größere Gefahr in Real Life. Nackte Ninjas. Er war nicht ganz nackt, er hatte einen Lendenschurz an. Dadurch, dass er ein gewaltiges Katana in der Hand hatte, hätte ich erkennen können, dass er eine Gefahr darstellt. Ich habe nur nicht damit gerechnet. Und vor allem auch seine freudige Erwartung, die er hatte, als ich in seine Richtung kam und er schon so, da kommt einer. Ja, da hätte ich vielleicht erkennen können, lassen wir uns mal ein bisschen Zeit mit dem, gehen wir da später nochmal hin. Estus Flacon zuweisen. Was heißt denn hier zu? Was? Was ist das? Okay, wait. Moment. Ja, ja, alles gut. Jetzt muss ich doch noch mal kurz schauen, was dieser andere Estus-Flakon macht. An Leuchtfeuer mit Estus füllen. Was? An Leuchtfeuer mit Estus füllen heilt Trefferpunkte. Regeneriert FP. Ah, das ist Mana. Ah, das ist ein Mana-Trank. Zack. Also gehe ich mal stark davon aus, dass das ein Mana-Trank ist. Waffe durchwirken. Guter Schmied André. Das musst nicht du für mich machen, das mache ich mit den Gegnern. Ich lasse meine Waffe durch Gegner hindurch wirken. Zu durchwirkende Waffe wählen. Ah, guck mal. Da kann ich meine Waffe zu einer Feuerwaffe, das heißt also durchwirken. Verstehe. Das ist aber gut zu wissen. Das ist voll nice. Warte mal, kann ich das direkt... Ich werde ja jetzt nicht von Anfang an auf Feuergegner treffen, die gegen Feuer resistent sind. Das heißt, ich finde es eigentlich eine gute Idee... warte mal, ich will mein Inventar sehen. Da. Ich finde es eigentlich eine gute Idee... Ich probiere es einfach mal. Ob's reicht vielleicht. Oh, 50 gibt das nur. Ich finde es eigentlich eine gute Idee, meine Waffe gleich mit Feuer zu tränken. 200. Ah, da komme ich nicht. Das reicht nicht. Gut, André. Wir sehen uns später. Was ist das hier? Ist das, André, ist das deine Bude? So lebst du? Was ist hier los? Hier sind einfach irgendwelche... Okay, da werden die Händler in Zukunft wahrscheinlich irgendwo in ihren Ecken gammeln. War dir schon mal in so einem Keller? In dem so viele Wurzeln und so, in so einem Gemäuer, wo es so ist? Das ist nicht geil. Hey, wer bist du? Another one, roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless.
Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. Ah. Walking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Zusammenbrechen. Aha. Don't you think? Hast du noch ein bisschen mehr zu sagen, außer mir jetzt hier ein Wort zu heulen? Joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. Ja, okay. Not fit to lick their boots. Da unten war ich schon. Gut, hier kann ich dann mit... Der heilige König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie. Hier kann ich dann wahrscheinlich mit den Obrigkeiten sprechen. Ludleth, der Verbannte. Hi. Du siehst ja... Hast du überhaupt Beine? Wo sind deine Beine hin? Oder bist du so klein? Ah, nee. And a seeker of lords. I am Ludleth of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This okay. Sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Ey, ich stehe schon direkt vor dir. Knowest thou of our purpose? Unsere Aufgabe, nee. Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. Okay. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Knowest thou of the okay. Five thrones will take. So, hier komme ich dann auch wieder zum Andre und hier hinten ist dann noch mal eine Ecke für einen Händler. Okay, alles klar. Hab Welt verstanden. So, dann wollen wir doch mal den ersten Blick nach Lothric. Katus Krummschwert. Ein von Katus Schwertkämpfern verwendetes Krummschwert. Ich hätte gerne... Ich hätte gerne ein paar Seelen. Wait. Das ist jetzt aber ungeschickt. Ich wollte doch zurück zu Andre. Ich wollte eigentlich nur ein paar Seelen besorgen und zu Andre gehen und dann meine Waffe anfeuern. Schick. Oh, das sieht geil aus in der Entfernung dort. Das sieht stark aus. Cool. Ah, und man merkt auch einfach, dass dieses Spiel ein bisschen jünger ist als Dark Souls 2. Ach, da, okay, da ist mein Feuerchen. Kann ich jetzt hier auch reisen? Oder muss ich jetzt... Ja, okay. Ich kann hier einfach direkt zurück. Gut. Passt. Das ist ja auch noch so eine Frage. Es könnte ja sein, dass das nicht geht, dass ich erst einen bestimmten Punkt erreichen muss. So, da liegt ein Drache. Und ihr seht so aus, als wärt ihr einfache Gegner. Gehen wir doch mal hier lang.
Hallöchen. Ey. Hä? Mann. Aua. Einfach. Ich brauche eure Seelen, tut mir leid. Ist vielleicht jetzt ein bisschen assi, so Unschuldige hier einfach mal abzu... Ich komme noch nicht hinters Parieren. Ich komme nicht hinters Parieren. Hallo? Was ist hier das Timing? Dann halt nicht. Ich brauche ein paar Seelen von euch, Jungs. Aua. Ey! Jetzt hat. Tut mir leid. Sorry, ihr seid alle unschuldig, ich weiß. Brandbombe, cool. Tut mir leid. Jetzt müsste es dann langsam reichen. Sorry! Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Riese... ach, hier liegt noch einer. Ich habe mich schon gefragt, was hier so... Ich muss ganz ehrlich sagen, der Drache sieht jetzt nicht so aus, als wäre er tot. Sondern irgendwie, als wäre er nur vielleicht so ein bisschen tot und steht wieder auf. Schnauze. Wer wirft hier mit? Warst du das? Nee. Hey, wer... Wo ist der, der hier Brandbomben wirft? Du. Oh, 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 jetzt wird's eng. Wartet mal, Jungs, wartet mal. Scheiße. Es wird eng. Es wird eng. Nein, shit. Mist. Jetzt hätte ich das Geld gehabt. Jetzt hätte ich gerade das Geld gehabt, um meine tolle Axt zu einer Flammenaxt zu machen. No. Mist. Gut. Gleich nochmal dahin. Ich war etwas überrascht, dass da plötzlich drei waren und wollte den Flammentypen. Das war vielleicht alles nicht so ganz durchdacht. Und was mich tierisch nervt, ist, dass ich den Parieren-Moment nicht so gut hinkrieg. Das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben für den kleinen Mob, hier gleich die große Nummer rauszuholen, aber... War keine Absicht. War ein Versehen. Entschuldigung. Nicht rumbrüllen. So sieht das Ganze doch schon besser aus. Und du bist der Drecksack, der mit seinen hässlichen Brandbomben auf mich geworfen hat. Ein Fernglas, ach wunderbar, wer braucht's nicht? Super wichtig, ein Fernglas. Schade. Der Turmschlüssel, vielleicht... Nee, ich kann ja hier keinen Schlüssel benutzen. Okay. Dieser Drache sieht immer noch so aus, als könnte er aufwachen.
Der ist versteinert oder sowas. Der ist doch da aufgespießt. Ich will dein... Ich hätte gerne bitte... Kann ich den Schwanz nicht abhacken? Schade. Ich hätte jetzt den Schwanz abgehackt, um an die Waffe ranzukommen. Das wäre so meine Schlussfolgerung gewesen. Goldenes Harz. Kennt man. Brandbombe, nice. Hoppla. Entschuldigung. Okay. Da stehen ein paar Gegner. Weiß ich nicht, ob ich da lang muss, soll, darf. Erstmal die Einrichtung zerhauen. Ah, da ist eine Leiter. Lol, die habe ich gerade gar nicht gesehen im ersten Moment. Will ich hier eigentlich hin? Gerade? Eigentlich will ich hier gerade nicht hin. Eigentlich wollte ich zu Andre. Und jetzt begebe ich mich tiefer in die Bredouille hinein. Ich will eigentlich zu André. Was mache ich hier? Looten. Ja, nee, ich will zu André immer noch. Ich will immer noch zu André. Wir müssen mal ganz kurz... André, wir müssen sprechen. Ich habe einen Plan, der mir, glaube ich, hilft. Ich will nämlich eine dicke Axt. Wo wird's eigentlich hier lang gehen? Oh, das sind Hunde. Da habe ich Angst vor. Da will ich nicht lang gehen. Oh, da war ein kleiner Lag. Oh, was ist jetzt los? Da geht's auch irgendwo lang. Ich finde aber die Richtung da, in die Richtung, gar nicht so schlecht bisher. Müssen wir dann gucken. Also, Feuerbandschrein. Auf zu André. Turmschlüssel. Schlüssel zum baufälligen Turm. Sag ich doch, den muss ich kaufen. Den besorge ich mir bei der Lady. Vielleicht gibt es den auch noch irgendwo anders. Wäre mir aber irgendwie neu, dass es einen Schlüssel zweimal gibt in Dark Souls. It is good to see you in good health. What needs smithing this day? Oh, Waffe durchwirken, bitte. Mit Feuer, ja. Geil. Danke. Genau das wollte ich. Die hat keinen Attributsbonus, die Waffe. Das hier hat Stärke, Attributsbonus D. Okay. Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered. Und mit dem Aufrüsten dieser Waffe sage ich danke fürs Einschalten und schaltet in der nächsten Folge doch einfach wieder ein. Würde mich riesig freuen. Dark Souls 3, es sieht vielversprechend aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.